Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Splatoon 2. Also, heute soll es darum gehen, dass wir über FIFA 18 sprechen. Also, dass FIFA 18 das auf die Nintendo Switch kommen soll. Oder, ja, wie man das halt sagen will. Und heute spielen wir im Rangkampf ein bisschen. Also, drei Spiele. Und dabei reden wir halt noch über FIFA 18. Also ich würde sagen, fangen wir mal an. Und zwar FIFA 18. Es gibt halt ein paar Probleme bei der Switch-Version. Deswegen ist FIFA 18 bei Amazon zumindest, auch in den Geschäften, da war ich auch jetzt vorletzt in den letzten Tagen, nichts zu kaufen da. Und zwar, weil das Spiel hat noch ein paar Probleme und ist deshalb noch nicht draußen. Ja, ja, das ist halt noch nicht draußen, das Spiel, und hat halt noch Fehler. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, es gibt so einen Fehler bei FIFA 18, wenn man das Spiel jetzt schon hat, durch Download im Nintendo eShop oder so, dann gibt das halt so Fehler beim Online-Modus. Wenn man halt spielen tut, dann haben manche Spieler einfach so ein buntes Gesicht. Und das ist halt so ein Fehler von FIFA 18. Also es ist ein Fehler, es gibt natürlich noch viel mehr Fehler, und es sollte in der nächsten Woche, Ende nächste Woche spätestens draußen sein. Wenn nicht, dann anfangen, also wenn überhaupt, ist es übernächste Woche muss es draußen sein, weil so lange kann es nicht mehr dauern, bis es endlich bei Amazon wieder zu kaufen sein wird. Ja, das erstmal dazu zu FIFA 18. Ich werde mir das Spiel kaufen, definitiv. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt direkt, wenn ich es gekauft habe, ein Unboxing mache oder nicht. Mal sehen, wie ich dazu Lust habe. Das kann doch nicht sein, ne? In diesem scheiß Tintenschauer. Ja, das war es eigentlich erstmal zu FIFA 18. Ist halt nicht so viel zu erzählen drüber, weil es auch nicht so viel darüber jetzt gibt. Halt nur, dass da Fehler viele sind. Und das Spiel, ja, mit Fehlern. Wer will das Spiel schon haben, wenn es Fehler hat? Man will ja, man kauft sich ja ein Spiel, damit man das ordentlich spielen kann, nicht mit voller Fehler. Und deshalb finde ich es eigentlich auch noch ganz gut, dass sie den Fehler jetzt erstmal beheben, bevor die das Spiel weiterverkaufen. Ja. Das war es halt erstmal zu FIFA 18, ne? Und jetzt fangen wir mal an mit Super Mario Odyssey. Kommt ja am 27.10. raus. Das Spiel ist geil, so wie ich jetzt bis jetzt Trailer gesehen habe. Kaufen kann man sich es auf jeden Fall, muss man glaube ich auch, weil das Spiel ist so geil, dass man es einfach braucht. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich kaufe mir glaube ich fast alles, was es da für Spiele gibt für Nintendo Switch, außer hier diese billigen Scheißspiele, sage ich jetzt mal. Die sind halt nicht so mein Typ, weil ich halt nicht darauf stehe, auf so einen Müll, aber jedem seins, ne? Ja. Ich werde das jetzt auch so machen, dass ich, wenn ich irgendein Video mache und das hochlade, immer in jedem Video über was spreche. Heute geht es ja um Spiele. Und dass halt ein bisschen Content hier ist, damit es ein bisschen unterhalten tut, weil wer will schon hier nur Gameplay sehen und nichts zum Reden? Also werde ich dann immer so Videos machen, wo ich meine Meinung sage. Wie heute, wie ich FIFA 18 finde, ein paar Fakten noch nennen. Ja.
So ist das, ne? Komm, den haben wir. Oh mein Gott. Da, jetzt müssen wir ihn auch ganz kurz killen. So, jetzt weiter. Ich will die haben, super. Aber warte, wir gehen einen anderen Weg. Vielleicht hilft er uns mehr. Und ich komme jetzt auch hier rüber. Na ja, komm. Nein. Also es gibt eigentlich bis jetzt schon ganz, ganz gute Spiele, die man sich wirklich auch kaufen kann. Zum Beispiel Arms. Das Spiel Arms habe ich nicht, weil ich bin nicht so ein Fan, sag ich jetzt mal, von so Boxspielen, weil ich finde Boxen generell gut, aber diese Spielweise, wie man dieses Spiel spielt, das gefällt mir nicht so, weil nur zu boxen gegen andere, und das ist eigentlich das Einzige, was man da machen kann in dem Spiel. Einfach nur boxen. Das finde ich jetzt eigentlich zu wenig für 60 Euro dafür auszugeben, für so ein Spiel. 60 Euro würde ich lieber für Splatoon ausgeben, weil mir das Spiel sehr viel Spaß macht und ja, es sind halt noch mehrere Sachen, ne? Es gibt halt mehrere Modis, wie zum Beispiel hier der Salmon Run, der, über den ich auch gerne mal ein paar Parts machen würde, und es gibt halt viele Sachen, worüber man reden kann, ne? Die Kanone, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Man muss auch immer Glück haben hier bei den Kanonen. Wenn man ein gutes Team hat, dann geht das eigentlich einfach. Aber mein Team ist eigentlich schon ganz gut, aber ich bin irgendwie jetzt gerade schlecht. Weil eigentlich bin ich besser. Also ich kann mehr. Und dann sagen wir es mal so. Meine Fresse. Wo jetzt hier hin? Komm. Naja, mein Gott. Komm hier hoch. Entfernen schon mal. Hier hoch schnell. Am besten, man lässt die anderen nach vorne, damit die da oben erstmal alles abstechen können. Also alles killen. Und dann geht man als letztes da hoch, aber ich weiß nicht, was halt mit mir los ist, ne? Irgendwie läuft's nicht so. Wo ist denn die Goldmilchkanone? Gut, jetzt hier hochkommen. Oh mein Gott. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich dann, wenn ich hier diese Let's Plays mache, auch mal über ein paar Fakten rede. Wenn ja, welche? Also zum Beispiel über Splatoon Neuigkeiten oder meine Meinungen abgeben soll oder so ein paar Sachen, worüber man reden kann. Würde mich freuen. Das Spiel verlieren wir wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt nicht die Kanone hier holen. Nee, verloren. Das ist schon schwer gewesen, das Spiel. Wir hatten auch starke Gegner, ne, muss man auch sagen. Naja. Rang A.
Wollen wir noch einen Kampf machen? Wir sind auch schon bei 10 Minuten, ne? Ein Video soll ja auch nicht so lang gehen. Na ja, komm. Hören wir lieber auf. Ja, mal gucken. Das war's erstmal mit diesem Part. Und ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr in den nächsten Mal auch Ligakämpfe sehen wollt. Weil ich habe nämlich zwei Freunde, also beziehungsweise einen. Und der andere, der ist halt noch nicht so weit, der muss sich dann erstmal hochkämpfen. Dann könnten wir Ligakämpfe machen. Die sind halt etwas heftiger. Und man kriegt dafür auch Geld und so halt wie im normalen Rangkampf. Aber ist halt etwas schwerer, ne? Weil da sind halt die richtigen Pros und so, also die richtigen Gamer, die richtig süchten. Und das ist halt ein bisschen schwerer. Da hätte ich auch nochmal Bock drauf. Wenn ihr auch dazu was sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Okay, das war's vom Video. Ciao!